Ja, hallo liebe Zuschauer, und da sind wir wieder bei Willkommen zurück in die Zukunft. Ja, also zurück in die Zukunft beim dem Let's Play bei uns hier mit meiner Wenigkeit. Und wir sind jetzt hier am DeLorean. Und ja, wir wollten jetzt darüber reden, wie wir die Edna loswerden. Warte, ich wiederhole das jetzt einfach Also, nochmal aus der was letzten tun wir gegen Folge. Edna? Es gibt nur eins, was wir tun können. Lügen. Mach aus mir einen schlechteren Fang, als ich es bin. Warum sollte sie mir glauben? Sie sagt, sie kennt sie in- und auswendig. Dann versuch es mit fiesen Tricks. Das hast du schon zuvor getan. Mittlerweile müsstest du gut darin sein. Ja, das bin ich wohl. Wo ist ihr jüngeres Ich? Naja, im Labor Irgendeine höchstwahrscheinlich. Ahnung, was ihr jüngeres Ich gerade tut? Wenn ich mich nicht irre, ist er in der Werkstatt, arbeitet fieberhaft an seiner neuesten Erfindung und flucht, weil sie nicht funktioniert. Verdammt! Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut, verrat ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es um meine Geschichte. Wenn ich den Plan kenne, verliere ich vielleicht meine Entschlossenheit. Okay. Aber wir dürfen ihm also nicht direkt den Plan nennen, weil ja, das ist so ein bisschen das, was einen richtig wuschig machen kann. Ich würde sagen, was haben wir denn im Inventar eigentlich? Liste von Emmets Stärken. Liste der Emmets Stärken. Klingt ein bisschen komisch. Docs Notizbuch. Zeitung von 86. Ja, nützt uns alles hier nichts. Wie der Dame, Mr. Corleone, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Ich habe mit Trixie gesprochen. Ich weiß über Trixie Trotter Bescheid. Ja? Anscheinend wurde sie zu einer Art Expo-Königin gemacht. Techne, die Muse des Fortschritts. Das ist nicht wahr. Nun ja, Hill Valley sollte durch die Expo einen Ruf bekommen. Ich wusste nicht, dass es so gemeint war. Was haben Sie gegen Trixie? Es geht ums Prinzip. Wie kann unsere Stadt nur von so einer Frau repräsentiert werden? Das nehme ich nicht hin. Als verantwortungsvolle Bürgerin fordere ich, dass Sie diese Muse entlassen. Trixie? Was ist mit ihr? Sie ist wohl kaum für einen ehrenvollen Platz bei einem öffentlichen Ereignis geeignet. Hören Sie, Lady, sie passt in das Kostüm. Sie ist Amerikanerin. Und sie hat es sogar geschafft, ihren Text zu lernen. Also, was wollen Sie mehr? Oh, diese Leute sind unmöglich. Okay, jetzt ist Trickle angepisst. Sie wollen, dass man Trixie feuert? Man darf nicht zulassen, dass solche Frauen in der Gesellschaft zu Respektspersonen werden. Das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunft. Wirklich? Aber erzählen Sie das mal diesem armen Trottel. Sie hat ihm völlig den Kopf verdreht. Das ist ihre Taktik. Ach ja? Aber ich könnte für ihre Entlassung sorgen, wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Zweifellos hat so eine Frau viele Skandale zu verbergen. Ich würde sie aufdecken, wäre ich noch Reporterin. Aber ich habe keine Zeit. Ich bin mit Emmett und seiner Erfindung beschäftigt. Aha. Sie würden also nicht zögern, Trixie Trotter feuern zu lassen? Wenn ich etwas gegen sie in der Hand hätte. Offensichtlich hat sie ihren Arbeitgeber völlig durcheinander gebracht. Man müsste ihm schon etwas Schockierendes zeigen, um ihm die Augen zu öffnen. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Was ist mit Okay. Ihnen? Haben Sie irgendwelche Fragen? Nein. Dann lassen Sie mich bitte durch. Das kann ich leider nicht, bis ich Ihr Anmeldeformular finde. Das ist doch lächerlich. Wir sprechen Trixie jetzt nochmal so an. Ich heiße all jene willkommen, die diese geheiligten Hallen. Ja. Was gibt's Neues? Ideen, hier oben. Ja, noch dieselben Gespräche tun. Also Bis bald, Trixie. Komm mal wieder vorbei. müssen wir, ich denke mal, wir müssen jetzt der Strickland Munition geben.
Durch landwirtschaftliche Fortschritte wird es ein leichtes sein, unsere blühende Bevölkerung zu ernähren. Keine Lust zu warten, bis Mutter Natur ihre Arbeit tut? Ein Knopfdruck und tada, ein künstlicher Regenguss wässert die trockenen Felder. Reden wir doch mal mit ihm. Q-Ball. Q-Ball. Hey, Kumpel. Na toll. Der wieder. Witzig, das wollte ich auch gerade sagen. Solltest du nicht mit dem Rest von Kids Gang im Knast sein? War ich. Aber dann ergab sich eine Gelegenheit und ich hab... gesungen wie ein Kanarienvogel. Ich nenne es einen bewundernswerten Sinn für Selbsterhaltung gezeigt. Redest du noch mit Kids? Hast Neues von Kid gehört? Wir reden gerade nicht miteinander. Liegt wohl an unseren unterschiedlichen Inhaftierungsgraden. Was für ein Zeug musst du denn hier so schleppen? Kein Schimmer. Elektro dies, Robo das, Dynamo was auch immer. Ich verstehe nur Bahnhof. Spielst du später noch Klavier für Trixie? Nein. Warum nicht? Weil die kleine Sauberfrau heutzutage zu anständig ist, um sich mit Q-Ball abzugeben. Du scheinst sauer auf Trixie zu sein. Sauer? Trixie und ich kennen uns schon ewig. Ich weiß Sachen von ihr, die nicht mal Kid weiß. Sachen, bei denen es dir die Schuhe auszieht. Ach ja? Oh ja. Und wie sie jetzt hier herumstolziert und so tut, als ob sie was Besseres wäre, das, naja, das stinkt mir halt, weißt du? Also, obwohl es darüber Auskunft gibt, weiß ich nicht. Vergangenheit. Klar, das werde ich dir erzählen. Ach, komm schon. Nein. Pass auf, dann erzähle ich dir erst was Peinliches über mich. Zum Beispiel? Meine Mutter hat sich sogar unter Alkoholeinfluss an mich rangemacht. Autsch. Okay, Kleiner, du hast gewonnen. Das war ziemlich peinlich. Fast so peinlich wie das hier. Ist das Trixie? Yep. Hat nicht gerade viel an. Kein Scherz. Vor ein paar Jahren war sie auf einigen dieser künstlerischen Postkarten. Hab einen ganzen Stoß davon. Kann ich eine haben? Ich weiß nicht. Du hast damit doch nichts Schlechtes vor, oder? Ich verspreche, es ist für das Allgemeinwohl. Gut. Okay. Was ist denn mit deinen Zähnen? Fragen wir mal. Was ist denn mit deinen Zähnen? Meine Zähne? Ja, sie sind grün. Ich weiß nicht, wovon du da sprichst. Hau ich nochmal ein? Echt jetzt? Was ist mit deinen Zähnen los? Nichts. Gar nichts. Ich... Ach, Mist. Was ist los? Es sind diese... Dr. Fringles Eigenkuchen? Eine Kiste voll ist vom Laster gefallen, den ich entladen habe. Und ich kann nicht aufhören, sie zu essen. Konnt ja nicht ahnen, dass die meine Zähne grün färben. Na, bei Algen hätt's wohl klingeln sollen. Verpetz mich nicht bei Artie, okay? Ich brauch den Job, echt. Kein Ding, aber ich behalte die Kuchen wohl besser. Klar, Kumpel. So... Locker bleiben. Du redest komisches Zeug. Wir werden ihn schon nicht verpfeifen, denke ich mal. Gibt ja keinen Anlass für. Aber ich weiß nicht, was wir mit diesen Algenkuchen noch machen werden. Aber geben wir der Edna die Munition, die sie jetzt braucht sogar? Wieder da, Mr. Corleone. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Und ich nehme an, Sie sind... noch auf der Suche. Okay, wir müssen jetzt gucken. Inventar. Sollten ihr vielleicht erst den Algenkuchen mal anbieten? Na, willst du einen Algenkuchen? Wie wär's mit einem Algenkuchen? Aber gerne doch. Nicht schlecht. Algen, sagen Sie?
Ich werde den Kuchen für den Essensplan im Waisenhaus vorschlagen. Jetzt haben wir erstmal die Zähne gefärbt. Wieder da, Mr. Corleone. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe nachgedacht. Nee, wir wollen ja noch das was... Das ist alles, was ich wissen wollte. Gern geschehen. Noch auf der Suche. Na komm. Sie wollte doch was haben. Ja, das wollen wir nicht. Objekt benutzen. Vielleicht sollten Sie sich das mal ansehen. Warum in aller Welt sollte ich mir... Wow, was haben wir denn hier? Oh, Sir, Mr. McFly! Es scheint, Ihre Muse hat mehr inspiriert als nur den Fortschritt. Trixie? Oh nein, nein, nein. Was tun Sie mit einer schmuddeligen Postkarte? Was tut sie auf einer schmuddeligen Postkarte? Ich schwöre, Mr. McFly, wenn Sie das nicht überzeugt, dass Trixie Trotter ungeeignet ist, Hill Valley zu repräsentieren. Ich brauche keine Vorträge, wen ich einstellen kann und wen nicht, Miss Strickland. Trixie ist verdammt gut in dem, was sie tut. Mir ist egal, ob sie früher das wilde Weib aus Winnipeg war. Ihre Vergangenheit interessiert mich. Trixie? Was ist denn, Artie? Ich will ja nicht neugierig sein, aber in welchem Staat bist du aufgewachsen? In der Provinz Manitoba. Warum? Nicht einmal Amerikanerin! Nun ja, Darling, die Satzung besagt ausdrücklich, dass die Hostess der Expo Amerikanerin sein muss. Wenn du wirklich Kanadierin bist... Werde ich gefeuert? Du feuerst mich? Ich will es nicht. Hier. Da hast du's wieder. Nun, ich bin froh, dass endlich jemand auf die Vernunft hört. Wir müssen reden. Bisschen mies, aber... Okay, gib... Was sollen wir ihr denn geben? Ja, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte jetzt hier auf mein... Das weiß ich doch. Inventar wollte ich... Was sollen wir ihr geben? Liste von Image Stärken. Ich denke mal, die sollten wir ihm geben. Vielleicht nicht. Na dann. Trixie? Ich mache es. Diese Schnepfe wird vor Eifersucht platzen. Sehr gut. Ich habe schon alles geplant. Wenn Emmett auftaucht... Wir tun es auf meine Weise. Was? Improvisation ist nicht meine Stärke. Und ich werde keinen Text lernen. Aber ich habe einmal in diesem Stück gespielt. Das Hausmädchen in Not. Ich könnte eine Szene daraus vorführen. Okay. Dafür brauche ich aber noch ein paar Requisiten. Warum überrascht mich das nicht? Einige Pelze. Einen großen Diamanten. Er muss auch nicht echt sein. Das macht es leichter. Und etwas von deinem Freund, diesem Emmett. Hat er ein Fotoalbum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Bring es mir einfach. Pelze, ein Diamant und Emmets Fotoalbum. Und dann? Lehn dich zurück und sieh die Fellfetzen fliegen. Okay, wir müssen etwas finden, was wie ein Diamant aussieht. Hi, Trixie. Oh, hey, Kleiner. Sag mal, wäre es nicht am einfachsten, wenn ich zu dieser Strickland-Tante gehe und ihr eine verpasse? Naja, es wäre zwar unterhaltsam, aber deswegen würde sie sich nicht von Emmett trennen. Ach ja, richtig. Hast du alle Requisiten, die ich wollte? Noch nicht. Die Pelze, den Diamanten und das Fotoalbum? Nicht alle, aber ich arbeite daran. Gut, ich brenne darauf, dem feinen Fräulein eine Vorstellung zu geben. Gut. Jetzt haben wir schon mal was, womit wir die beiden auseinanderbringen können. Das ist schon ganz schön krass. Dürfen wir auch nicht reden? Würde, glaube ich, auch bloß wieder dieselben Gespräche rauskommen, also nichts anderes, Neues mehr. Manchmal sagen die dann ja noch was anderes.
Hey, Kumpel. Na toll, der wieder. Bist du immer noch sauer auf Trixie? Ja, aber noch mehr auf den, wegen dem sie gefeuert wurde. Oh. Bleib sauber, Cuba. Das versuche ich doch immer. Keine Schlüssel. Ich muss woanders ein Gefährt finden. Woanders ein Gefährt finden? Hm. Ja, wir brauchen jetzt ein Fahrzeug. Wir müssen ja eh in Emmets Labor jetzt. Was brauchten wir für Trixie? Durch die Befragung Ednas auf die Explosiven erfahren wir. Ja, wir brauchen jetzt aber etwas, das aussieht wie ein Diamant. Ein Diamant, ein paar Pelze und ein paar und ein Babyfoto von Emmett. Will denn der Alte kein Kinderfoto von sich einstecken? Ja? Wann öffnet die Expo? Erst heute Abend. Jeder, der hier nicht offiziell zu tun hat, verlässt bitte das Gelände. Okay. Hey, Artie. Kann jetzt nicht reden. Vielleicht finden wir die Sachen, die wir brauchen, aus dem DeLorean. Es ist echt schwer, ein anderes Fahrzeug zu finden. Sind Sie sich sicher, dass ich nicht... Erst nach dem Test. Vielleicht gibt es sogar eine Regionalbahn. Im Jahr 1931? Ach ja, nun, ich bin mir sicher, du findest schon etwas. Doc, los, sag was. Ich glaube, langsam habe ich einen Plan. Gut. Verrat ihn mir. Nein, nicht. Immerhin geht es ja um meine Geschichte. Wenn ich den hier... Lalalala. Immer wieder dasselbe. Da gibt es wieder dasselbe. Wo ist irgendwas? Ich im Labor höchstwahrscheinlich. Aber wie kommen wir da hin? Wenn wir jetzt nicht mal den DeLorean nutzen können. Naja, ich würde sagen, das finden wir in der nächsten Folge raus. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und tüdelü.